Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play von 2018. Natürlich 18 noch. Ja, nicht mehr so lange. 2019 kommt nämlich Ende Juni. Ja, was damit sich auf sich hat, habe ich ja schon eingangs der letzten Folge angekündigt, dass wir hier durchziehen und dann eine Pause einlegen, bis da das neue F1 2019 dann rauskommt. Das kommt am 28. Juni. Das würde sogar passen, weil das ist nämlich ein Freitag. Dann könnte ich direkt am Release Day anfangen, das freie Training raushauen. Ich muss mich gucken, was für eine Schicht, wenn ich Spätschicht habe, wäre das super ideal, weil dann könnte ich nämlich ohne Probleme, dann könnte ich nämlich direkt anfangen, euch das freie Training am Release Day rauszuholen. Ja gut, okay, Qualifikationstraining. Ja, das Training lief natürlich nicht so ideal mit Platz 2. 13 und 3 war natürlich nicht unbedingt, ja, Anführungszeichen zu rechnen. Insofern würde ich im Qualifying weiter besser machen und den nächsten Schritt machen. Und wir wollen jetzt natürlich auch wieder die Polen. Auf einer Strecke, die mir eigentlich persönlich liegt, die ich eigentlich wirklich mag. Aber naja, gucken wir mal. Guten Tag, liebe Rennfreunde. Heute stehen wir wieder am Ungaroring zum Qualifying. Schon bald werden wir erfahren, wer das Setup für sein Auto perfekt hinbekommen hat und wer sich die Pole Position holt. So, Stefan Römer, ein neues Grand Prix-Wochenende, eine neue spannende Qualifying-Session, die vor uns liegt. Worauf wirst du in den nächsten Minuten besonders achten? Die wichtigste Frage ist, wer hier am besten Fehler vermeiden kann. Viel Spielraum für Fehler hat man im Qualifying nicht und man sollte bedenken, dass sich die Streckenbedingungen seit dem freien Training verändert haben könnten. Vor allem, weil in der Zwischenzeit einige Vorbewerbe stattgefunden haben. Wenn man zum Beispiel die Bremskraftverteilung nicht an diese Bedingungen anpasst, kann es leicht passieren, dass ein Vorderrad blockiert und eine Flachstelle am Reifen verursacht. So einfach ist eine Runde ruiniert und ein ganzer Satz Reifen verschwendet. Jo. Ultrasoft, wir fangen an. warte mal. Ich guck mal, ob ich meinen Setup drin hab. So, ist trocken. Setup für Ungarn. Ja, nehmen wir das mit. Und dann gehen wir auf die Strecke. Wir wollen natürlich hier die Pole holen. Im Idealfall. Die Hockenheim haben wir es ja Gott sei Dank geschafft. Hier, nach vom Platz 11 noch zu gewinnen. Und drohen hier kannst du dann keine Strafen, zumindest voraussichtlich nicht, zumindest keine Positionsstrafe wegen irgendwelcher Teilewechsel, weil wir haben alles an Bord. Ich habe danach gemacht, das Getriebe wieder tauschen. Das werden wir auf jeden Fall auch machen. So, vernünftig eine Runde fahren wir. Versuche ich zumindest. Ich denke, vor allem eine Zeit zu setzen, eine gute Zeit zu setzen. Gott sei Dank haben wir noch zwei Sätze, also wir hätten noch zwei Versuche. Ah, das war die Strecke sauber, glaube ich, vor mir jetzt gerade. Lenz Troll, Westside, 21.1. Bottas 19.8, okay, die Bottas-Zeit, das ist eine Zeit, die wir knacken müssten. Die Troll-Zeit würde ich wahrscheinlich packen, aber die Bottas-Zeit wird schwierig werden. Erste Zwischenzeit, nur 0,14 vor. Und ich hasse diese Ecke! Ich sage, das ist so eine fiese Ecke! Engine off, engine off. Das ist so eine fiese Ecke! Deutlich dazwischen vor, deutlich vorne. Jetzt müssen wir das nur mitnehmen. Boah, Vettel 18.7. Da wäre ich jetzt auch hingekommen, fast mit der Zeit. Ich glaube, die Vettel-Zeit kriegen wir nicht. Wenn wir nicht nochmal nachlegen können. Doch!
Ach, die 658. Yes! Aber so knapp. Hamilton nochmal. 18.3. Alter, was haut der für Zeit nochmal raus? Los, Hamilton mit 18.3. Ich hätte was die Runde noch mitgenommen. Müsste mal in die Garage, müsste mal einen Ersatz holen. Scheiße, Mann. Our best lap so far is a 1 minute 18.6. Ich glaub, 4 momentan noch nur. Vorviertel Hamilton davor. Gut, da sind noch zwei andere. Wahrscheinlich ein Kimi davor noch gesetzt und noch wer. Ja, super, klar, ist der da auch. Ah, oh, die Runde auch schon kaputt. Die Runde ist auch schon kaputt. Ja, vergiss es. Bis das hätte nicht gebracht. Das war ein Versuch mehr, halt irgendwie noch was zu reißen mit der Runde. Ja, da müssen wir da wohl akzeptieren, dass wir hier wahrscheinlich kein Favorit sind auf dieser Strecke. Das müssen wir wohl akzeptieren. Könnt's vergessen. Wir werden nicht weit vorne stehen.
Scheiße, Mann. Auf der Strecke, wo ich echt viel ausgerichtet hätte. Boah, eine halbe Sekunde. Verstappen, okay. Auf Anhieb haut er die 18-0 raus. Ich befinde eine halbe Sekunde auf meinen Teamkollegen. Und das beim vierten Versuch. Ich komme nicht kaum nicht ran an die Zeit. Keine Chance. We've dropped to P4. Ja, bringt ja nichts. Was willst du jetzt machen? Also ich werde jetzt den Satz natürlich nochmal mit einem zweiten Versuch. Ja, fünfter sogar nur. Also wir waren... Alter. Komm nicht hin. Die Startreihen für das Rennen morgen Platz stehen 8. fest. Werfen wir aber schnell noch einen Blick auf die Top 3. Hamilton, Raikkonen und Max Verstappen. Fürs Erste verabschiede ich mich von Ihnen, aber richtig los geht es ja ohnehin erst morgen. Seien Sie auf jeden Fall mit dabei, wenn es ums Eingemachte geht. Ja, ich sitze hier gerade kopfschüttelnd. Platz 4 wäre ja noch in Ordnung gewesen, aber Platz 8 ist natürlich der absolute Worst Case. Mit Perez davor gesetzt, ein Hülkenberg noch davor gesetzt und ein Alonso noch davor gesetzt. Die Vettelzeit hat man zwischenzeitlich sogar auch noch. Ja, uns fehlt eine gute Sekunde auf Lewis Hamilton. Eine gute Sekunde und das ist verdammt viel. Ja, die Frage ist, was kriegen wir morgen im Rennen noch raus, ne? Was ist noch im Rennen drin morgen? Ja, da müssen wir jetzt akzeptieren. Ich bin absolut unzufrieden. Ich erwartete natürlich eine bessere Session. Aber so etwas passiert wohl mal. Im Rennen kannst du es wieder gut machen. Ja, wir versuchen auf jeden Fall. Gut, dann war es das für uns heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play FN 2018 und dann versuchen wir es mal. Versuchen wir es von Platz 8 aus, ja, so viele Punkte wie möglich zu machen. Ich glaube, mit dem Sieg werden wir hier wirklich nicht zu reden haben. Das hat sich ja tatsächlich auch schon im Trainingsbus angedeutet. Ich hatte gehofft, dass wir im Qualifying nochmal einen Sprung machen können, aber irgendwie. Nee, nicht wirklich. Gut, bis dann und tschüss.